Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Boris Beste Bücher. Schön, dass du wieder dabei bist. Auch heute, diese Woche wieder ein Griff in meine Bibliothek. Und ich habe hier etwas rausgezaubert. Also keine Liste meiner Bücher wäre vollständig, also meiner Top-Bücher, ohne dieses Buch. Es gehört auf jede Liste, muss man ganz ehrlich sagen, von den Top-Werbebüchern, die man gelesen haben sollte zum Thema Werbung und Verkaufspsychologie. Robert Colliers Letterbook. Es ist der Klassiker schlechthin. Es ist keine leichte Kost, man sieht es hier. Das Buch ist schon relativ alt, also der Robert Collier ist 1885 geboren, ist dann in den 50er Jahren gestorben, ich glaube sogar 1950, genau, oder 55. Und er hat 1941, muss man sich vorstellen, ich glaube hier drin ist sogar ein Original aus abgedruckt, hier wie sein Original damals aussah. Hier, so sah das Ganze aus. Ne? Das Letterbook mit seiner Unterschrift hat er rausgebracht, so seine wesentlichen Erkenntnisse über das Thema Werbetexte und was eben am meisten Menschen überzeugt. Es ist keine so ganz leichte Kost, muss man sagen. Ist leider auch bisher nur in Englisch erschienen. Ich muss es nochmal deutlich sagen, es ist so bedauerlich, dass diese coolen Bücher nur englischsprachigen Lesern zur Verfügung stehen. Ich weiß nicht, warum in Deutschland wir so ein, oder überhaupt im deutschsprachigen Raum, so einen Haken dahinter haben, dass wir irgendwie das Zeug nicht beachten. Das ist so wertvoll für unseren persönlichen Erfolg. Wirksamkeit von Sprache, es gibt nichts Wichtigeres. Also Language, die Sprache, die Wörter, die wir verwenden, ist der Haupteinflussfaktor auf uns selbst und auf alle anderen und auf diese Welt. Und wenn wir mit unseren Ideen erfolgreich sein wollen, egal was wir vorhaben auf dieser Welt, auf alle Fälle die Welt zu einem besseren Platz zu machen, hilft es doch enorm, sich mal mit der Sprache zu beschäftigen, um Menschen auch wirklich zu bewegen und zu erreichen. Es gibt hier sehr, sehr viele Ideen drin. Also zum Beispiel so eine Idee, mach mal eine Liste aller Emotionen, über die du deinen Kunden erreichen kannst. Das ist so ein bisschen deckungsgleich mit Joseph Zuckerman. Ich habe euch das Buch Triggers ja schon vorgestellt. Wirklich zu gucken, was tickt dort in der Tiefe, sagt eben auch unser guter Robert hier auch. Dann gibt es so Dinge, wie schreibe ich überhaupt einen erfolgreichen Text? Und da sagt er eben erstens, bekomme überhaupt die Aufmerksamkeit. Da sind wir wie bei der Headline, schreibt er eben auch hier drin. Headline ist alles. Bekomme erstmal die Aufmerksamkeit von ihm. Beschreibe das Problem. Beschreibe es so, dass der Interessent auch versteht, was überhaupt das Problem ist, um das es hier geht. Daran scheitern schon fast alle. Ich kriege so viel Zeug, wo dann Leute sagen, ey, guck mal rauf, Boris, was hältst du von meiner Werbung? Und ich sage, ich verstehe noch nicht mal, worum es geht. Ich habe gar keine Ahnung, worum es geht. Schreib's doch mal, worum es geht. Dann beschreibe die Motivation, dieses Problem zu lösen. Ganz ehrlich, ich habe wahrscheinlich hunderte, tausende von Problemen in meinem Leben. Ich habe aber kein Interesse, die zu lösen, weil sie vielleicht nicht wichtig sind, weil ich da noch nie hingeguckt habe, weil mir das nicht bewusst ist. Also beschreib doch mal, warum ich das überhaupt, mit welcher Motivation ich das lösen sollte. Schreibt Robert hier auch. 1941. Ich meine, ist das nicht der Hammer? Wir glauben immer veraltetes Zeug. Das ist so brandaktuell. Man liest das und denkt, wie geil ist das denn? Dann natürlich auch, was ist der Beleg dafür, dass du als nächster Schritt, was ist denn der Beleg, dass du dieses Problem auch wirklich lösen kannst? Hast du Garantien? Hast du Beweise? Hast du Referenzen? Hast du solche Dinge? So, welche Dinge sprechen dagegen? Spreche es offen an. Das habe ich auch in meinem Webinar zum Beispiel. Könnt ihr euch mal gerne die Aufzeichnung angucken. In meinem Webinar habe ich das immer wieder dargestellt. Ich habe gesagt, hier Leute, ihr müsst auch offen ansprechen, welche Skepsis ist in dem Kopf der Kunden. Dan Kennedy sagt immer, wir unterschätzen die Skepsis im Kopf des Kunden. Und das tun wir, weil wir sagen immer, oh, alle wollen das und alle wollen das kaufen und wie toll. Nö, wir Kunden sind da ganz schlicht und da nehme ich mich nicht außen vor. Bei mir ist es auch so, ich denke immer, oh, der will mir nur was verkaufen. Oh, ich habe keine Lust zu, nee, der schnackt genauso einen Kram wie alle anderen oder so. Ne? Dann das Ende, mach einen ordentlichen Call to Action. Was soll der Kunde tun? Wenn du es nicht dem Kunden sagst, wird er es nicht tun. Und viele andere coole Ideen mit ganz vielen Beispielen. Hier natürlich aus den 40er Jahren. Aber was soll's, ne? Hier so geile Anzeigen aus den 40er Jahren. Und das muss ich auch nochmal sagen. Wer jetzt sagt, ah, 1941, das ist ja vor dem Internet und so. Weißt du, Boris, das braucht kein Mensch, ne? Also das ist ja veraltet. Vergiss es. Meine Erfahrung ist, die besten Bücher über Werbetexte für deine Landingpage hier im neuen Zeitalter findest du in den 40er, 50er und 60er Jahren. Einige sogar aus den 20er Jahren.
Das ist so wertvoll. Man liest das und denkt, das kann doch nicht wahr sein, dass jemand das in den 20er Jahren geschrieben hat. Er beschreiben Menschen perfekt eine ideale Landingpage. Das Buch beschreibt die perfekte Landingpage, ohne dass er je wusste, was das Internet ist, weil der ist vorher gestorben, als dass er das Internet je hätte kennenlernen können. Also, dieses Buch lohnt sich, wenn ihr mal Urlaub habt, ne? Ein bisschen dicker ist es. Ihr werdet eine Menge Spaß dran haben und eine Menge Erkenntnisse darauf haben. Also mir hat es jedenfalls viel Freude bereitet und ich liebe ja auch so Bücher, wo man sich mal ein bisschen quälen muss und seinen Grips mal ein bisschen aktivieren muss. Da kennt ihr mich. Ich wünsche euch eine coole Woche. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Nächste Woche sehen wir uns wieder. Ein neuer Griff in mein Bücherregal. Und bis dahin, macht's gut, ihr Lieben.